Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Automod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.42 Beta. Ein Lamborghini Aventador SVJ 2018, 75 MB groß, und bevor ihr die Daumen nach unten gebt, aufpassen. Es ist ein Auto, das wissen wir, aber vielleicht kann man mit denen ja auch ein bisschen Spaß haben. Später mal vielleicht im Multiplayer. Und da jetzt eure Frage oder eure Aufgabe: probiert das mal aus, ob dieser Wagen auch im Multiplayer funktioniert. Nimmt einfach mal einen Kumpel, probiert das aus. Und die zweite Sache ist, er hat zwei gravierende Fehler. Zum einen, die Fensterscheiben, das gucken wir uns gleich an, funktionieren nicht so richtig. Man kann nicht richtig nach außen gucken. Und wir fahren quasi autonom, es ist niemand drin. Bevor wir aber nach innen gehen, würde ich mal einen Soundtest machen. Und mal die Frage an euch: Hey, ist dieser Wagen vielleicht aus Forza? Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf Forza. Wenn ihr genauso viel Bock habt, ja, könnt ihr gerne ein Däumchen geben. Gut, machen wir den Motor mal an und dann werden wir nochmal einen kleinen Speedtest machen. So, hört sich schon nicht schlecht an. So, die Scheiben gehen aber auf jeden Fall runter und man kann richtig in den Innenraum gehen. Das funktioniert. Aber man merkt hier schon, es spiegelt echt extrem. Und wenn ich jetzt nach innen mich reinsetze, ja, er lässt sich eigentlich gar nicht aus der Perspektive fahren, ne? Im Bordcomputer, das funktioniert, naja, zum Teil. Naja, mehr schlecht als recht. Aber, wie gesagt, die Scheiben. Großes Problem. Geht eigentlich so nicht, ne? Naja, aber so von innen sieht das schon echt toll aus. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das jetzt so hinhaut. Hier hinten der Motor, kann man ja irgendwie von außen mal gucken. Man sieht den Motor. Ja, V8, nee, V12 ist das. Heidi ist Kanonenrohr. Ein V12. Oh, also, das sieht man schon alles richtig gut. Also, könnte es sein, dass es ein Auto aus Forza ist, ne? Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal zum Autohändler. Gucken mal an. Ups, was ist das hier? Ja, alles hier. Oh, was ist das? Finster hier. Wir gehen mal zum Autohändler und schauen mal, was wir machen können. Wir können auf jeden Fall nicht viel machen. Das Auto bleibt so, wie es ist. Ja, hier um die 640 PS. Ist schon gut. 7-Gang-Getriebe. Dann haben wir einzelne Lackierung. Wir können auch selber noch ein bisschen gestalten, wie wir den haben möchten. Da, wir nehmen halt Metallic-Farbe. An den ummachen. Ja. Oder man nimmt halt seinen Lieblings-YouTuber, ne? Macht den halt so ein bisschen in Grünton. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist nur ein bisschen heller. Aber das war's dann eigentlich. Bei den Felgen, wir haben diese Felgenauswahl, aber wir könnten jetzt auch sagen, das muss ich sagen, fällt mir mal, wenn man so ein Auto hat, den so richtig schönen Grün. Ja, das ist doch gut, alles klärchen. Dann gehen wir einfach mal raus und wir machen mal einen kleinen Lichttest. Machen das Licht an. Ja, ja, Warnblinkanlage an. Und dann gehen wir doch einfach mal in den Fotomodus. Dafür haben wir, dann brauchen wir das nicht mit der Konsole irgendwie machen. In den Fotomodus und dann sagen wir einfach mal, wir wollen den dunkel haben. Guck da an. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Also das Licht hier funktioniert definitiv. Auch hier hinten. Ah, das sieht gut aus. Also da vom Licht her auch keine Fehler. Nur mit den Scheiben, da haben wir ein großes Problem. Dass da jetzt kein Fahrer drin ist, gar kein, also damit kann ich ja leben. Aber das andere ist leider nicht so toll. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal einen kleinen Speedtest. Und fahren Richtung Autobahn. Und er ist schon sehr, sehr rattig, der Wagen. Ja. Wenn ihr zu schnell fahrt, dann kommt auch gerne mal das Heck. Dann geht es erstmal zur Autobahn. Und dann würde ich sagen, machen wir von 0 auf 100. Also nehmt mal eure Handys, eure Stoppuhren raus. Wir wollen den Wagen jetzt nicht kaputt machen. Ohoho. Das ist schon eine Flunder. Juiuiui. Ich sehe schon, dass wir uns wahrscheinlich irgendwo woanders hin bewegen.
Jetzt wollte er zum Beispiel nicht so richtig loslegen. Ich mache das hier mit Tastatur. Das kann natürlich sein, wenn ihr manuell schaltet, dass er dadurch noch ein bisschen schneller unterwegs ist. Das müsst ihr ja selber dann mal testen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir stellen uns hier jetzt hier hin. Ich mache die Einblendung und dann gucken wir mal, wie schnell wir mit diesem Wagen auch überhaupt unterwegs sind. Dann sage ich einfach mal, ich zähle los und bei los geht's los. Auf die Plätze, fertig, los! Ach. Los. Wieso schaltet der nicht? Habe ich hier einen Begrenzer drin? Ja, da muss ich jetzt mal. Da muss ich jetzt mal schauen. Ich habe da jetzt keinen Begrenzer hier bei Gameplay drin. Ja, ja, was ganz Neues. Fußgeld, Müdigkeit. Das. Müdigkeit. Habe ich jetzt irgendwie einen Begrenzer? Geschwindigkeitsbegrenzer? Ey, oder? Aber ich habe hier keinen Begrenzer drin. Hm. Ja, Geschwindigkeit. Okay. Warum ich den jetzt hier drin habe, wusste ich nicht. Okay. Dann machen wir es nochmal. Warum ich jetzt hier drin hatte, wusste ich nicht. Also, alle guten Dinge sind zwei. Auf die Plätze, fertig, los! Ah, das ist sehr langsam. Also wenn wir jetzt 200 hinkriegen. Ja, er macht es auf jeden Fall. Ja, doch, 200. Also ich glaube, der Wagen würde im Reellen bestimmt über 300 fahren. Vielleicht sogar 320. Mit 640 PS. Ui, 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 ui. Naja, mit 200 kann man doch schon mal ein bisschen agieren. Ja, mit Lenkrad macht sich das wahrscheinlich ein bisschen besser. Und wenn hier nicht so viel KI wäre. Nein. Ja. Jo, Bremsen funktionieren. Ja, das. Jo. Also, ihr könnt ja jetzt mal ausprobieren, wie schnell seid ihr denn mit dem Wagen? Ich hab's, glaube ich, 240 oder war es vielleicht noch 260? Keine Ahnung, ich hab's jetzt gar nicht. Ich war ein bisschen abgelenkt. Aber so vom Optischen sieht der Wagen schon nicht schlecht aus. Aber die Scheibe geht gar nicht richtig hoch. Ja, sieht das so aus? Ja, der ist ja auch noch. Also 100% ist er nicht. Wollte ich euch einfach mal ein bisschen zeigen. Ich mag ja Autos. Und ja, das kleine Vorfreude auf Forza. Ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben lassen. Und schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Ja, ist ein bisschen Spaß. Mehr ist es nicht. Mit den Worten bin ich erstmal raus und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.